Ja, dann hallo und herzlich willkommen zurück bei Klingo Games. Ich bin Kirk und wir spielen heute Star Trek Voyager Elite Force 2. Wir kürzen auf die Shuttle-Rampe und das machen wir jetzt mal. Hey, Monroe, die warten unten auf Sie. Sie haben Schwierigkeiten mit den Andockklammern. Aber ich glaube, Leng und Selma kümmern sich darum. Okay. Die wollen wir bestimmt da unten irgendwo haben. Ja. Hier doch. Also, was ist mit der Basis? Sieht aus wie ein Trümmerhaufen. Nee, nicht mit sie mir. Wurde wahrscheinlich aus den Überresten. Die will auch nichts von mir. Wo sind denn die, die. Also, wir sollten die Mustervergrößerer erst aktivieren, wenn wir zum Beamen bereit sind. Na, versuchen Sie es nochmal. Ich habe es schon 5-mal versucht. Na toll. Hey Les, können Sie einen Ihrer Männer da runterschicken? Wenn diese Andockklammern nicht gelöst werden, fliegen wir nirgendwo hin. Verstanden. Monroe, Sie scheinen gerade nichts zu tun zu haben. Gehen Sie runter und sehen Sie, was Sie tun können. Okay. Machen wir das doch mal. Da unten sollen wir uns den Weg runter runterspringen. Ich mach's mal lieber nicht, ich weiß nicht, was alles passiert. Wie konnte man die nochmal bedienen? Also. Vorsicht, das ist hochkomprimiertes Serratongas. Bestimmt über 500 Grad heiß. Ich denke, selbst Ihr Schutzanzug kann Ihnen bei der Hitze nicht mehr helfen. Ja. Wie sollen wir denn da hinten hinkommen? Fährt er auch wieder hoch? Ah ja. Versuchen wir es doch einfach mal mit hier runterspringen. Vielleicht klappt es ja. Das scheint tatsächlich zu klappen. Das haben wir schon versucht. Sie ist von innen verschlossen. Sie müssen außen herumgehen. Okay. Also doch nicht. Wie war das denn? Lässt mich doch mal nicht hier durch. Besatzungsmitglied. Sorry, ich habe hier zu tun. Ja, schön, und ich möchte gerne hier durch. Okay, so geht's nicht. Das ist doch doof. Wie war das denn jetzt? Hey, Monroe, die Waffe. Also, was ist mit der Basis? Sieht aus wie ein Trümmerhaufen. Ich gehe mir das jetzt mal schon mal angucken, bevor da was passiert. Vorsicht, das ist hochkomprimiertes Serratongas, bestimmt über 500 Grad heiß. Ich denke, selbst Ihr Schutzanzug kann Ihnen bei der Hitze nicht mehr helfen. Okay, einfach durchrennen ist es definitiv schon mal nicht. Aber wie ging das denn? Und diesmal speichere ich, soweit ich da bin. Hey,
Also, was ist mit der Basis? Ich speichere hier mal kurz. Vorsicht! Das ist hochkomprimiertes Serotongas, bestimmt über 500 Grad heiß. Ich denke, selbst Ihr Schutzanzug kann Ihnen bei der Hitze nicht mehr helfen. Wie ging das denn? Ich weiß es absolut nicht mehr. Ich habe absolut keinen Plan mehr, wie das ging. Warte mal, was ist das hier? Ah! Hier haben wir es doch. Augen auf im Raumschiffverkehr, würde ich da mal sagen. Das war's. Gute Arbeit, Monroe. Gut, kommen Sie wieder rauf, Monroe. Die Show soll beginnen. Tom Paris zu Ihren Diensten. Ich werde bei diesem Flug Ihr Captain sein. Unsere geschätzte Reisegeschwindigkeit beträgt 2/3 Impuls. Geschätzte Dauer der Reise knapp unter 5 Minuten. In Ordnung, Captain. Wir sind soweit. Okay, alle Mann an Bord. Hier spricht der Captain. Während des heutigen Fluges zeigen wir den Film Captain Proton gegen die Robo-Zombies. Danke, dass Sie mit Delta Flyer Airlines fliegen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Viel Glück, Gentlemen. Wir sehen uns zu Hause wieder. Okay, dies ist eine geheime Mission. Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass Sie entdeckt werden. Wenn Sie sich jedoch in einen Kampf verwickelt sehen, verteidigen Sie sich mit allen Mitteln. Auf dem Weg zur Luftschleuse 3. Alles klar, bin auf dem Weg zur Luftschleuse 2. Celsia hier, ich bin in Position. Odell hier. Habe die 3. Luftschleuse passiert. Okay, Leute, wir benutzen einen kodierten Föderations-Subraum-Kommunikationskanal. Aber versuchen Sie nur im Notfall zu kommunizieren. Wenn ich das Signal gebe, kommen Sie wieder hierher zurück, wo wir Mustervergrößerer einrichten werden, um uns herauszubeamen. Okay, Monroe. Wir werden Ihre Bewegung hier für kurze Zeit nachvollziehen können. Wir werden versuchen, Sie vor allen Gefahren, die wir entdecken können, zu warnen. Was haben wir für eine Mission? Kriegen Sie das? Trinken Sie das alte klingonische Schiff ein. Finden Sie die 3 Isodesium-Proben. Ja, und was sich hinter dieser Tür verbirgt, werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich sehe nämlich gerade, dass die Zeit rum ist. Wir haben nicht viel geschafft. Ich bin zweimal gestorben durch Dummheit, habe das Rätsel dann trotzdem rausgefunden. Ihr könnt ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß und ich bin raus. Euer Kirk.